Finale und nochmal ein Gewinnspiel. Bleibt dran. Willkommen zurück bei uns auf dem Kanal zu der finalen Ausgabe von Versus Tournament wählt den besten Dungeon Crawler. Ja. Und die Halbfinale sind ausgewertet. Da kommen wir dann gleich dazu. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Auch endlich zu zweit. Halbfinale habe ich ja allein gemacht. Ja. Ist ein bisschen einfacher über die Finalisten zu sprechen und ja, wer es dann vielleicht wird anhand eurer Kommentare und Abstimmung. Ja, also fangen wir mal an mit dem ersten Halbfinale. Das war Gloomhaven versus Zombieside Black. Und ja, das war nicht eine ganz eindeutige Sache. Ja. Also, das war 90% der Stimmen sind an Gloomhaven gegangen. Wer hätte das gedacht? Und ja? 10% an das arme Zombieside. Geprügelt. Rausgeprügelt. Die Zombies sind definitiv tot. Ja. Die kommen auch nicht wieder. Genau. Okay. Von dem her, ja, war aber eigentlich vorhersehbar, dass Gloomhaven da, aber das ist so krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also, ja, das war, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so krass wird. Und das zweite Halbfinale war ja Sword and Sorcery versus Midara. Und genau, da habe ich gedacht, das könnte ich mich so auf Anhieb auch nicht dafür entscheiden, ja, was jetzt nach meinem Geschmack weiterkommen würde. War ja auch wesentlich knapper. War auch wesentlich knapper, genau. Und das war, da hat Nidara hauchdünn mit 60% der Stimmen gewonnen. Gewonnen, ja. Es war zwar immer noch 40%, immerhin. Halbfinale ausgeschieden, aber ja. Und so sind wir jetzt beim Finale angekommen. Gloomhaven versus Midara. Ja. Das verspricht ein spannendes Finale zu werden. Auf jeden Fall. Auch wenn ich vermute, dass vielleicht Gloomhaven die Nase ein Stück voll, aber Underdog. Die Midara-Anhänger müssen halt die Midara-Anhänger mobilisieren, um abzustimmen. Genau, ja. Ja, auf jeden Fall wollten wir jetzt noch kurz die Bilder der Gewinner von unserem Gewinnspiel wurden uns zugesendet. Hier noch einblenden. Brauche ich ein paar Sekunden Sprechzeit, damit ich die auch irgendwo einbinden kann. Ja, die haben sich ja nicht im Großen und Ganzen über ihre Preise gefreut. Also ich habe nichts Negatives gehört. Du? Ja, nichts Negatives habe ich auch nicht gehört. Nichts Negatives auch nicht. Von dem aber her. Nichts gehört ist vielleicht auch negativ, wer weiß. Das ist wohl so. Aber es gab eine der Gewinnerinnen, die sich leider nicht gemeldet hat. Ja. Und auch, ich habe sie auch über Facebook probiert anzuschreiben. Keine Reaktion drauf. Und zwar natürlich auch noch der Hauptpreis des Yggdrasil Chronicles. Ja, was machen wir jetzt mit dem Spiel? Ja, wir hauen es nochmal raus. Wir hauen es nochmal raus. Ihr habt nochmal eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Einfach in die Kommentare schreiben, welches der beiden Spiele ihr für den würdigen Sieger haltet. Und dann seid ihr dabei im Lostopf. Egal, was ihr stimmt, auch wenn das Spiel später nicht gewinnt, für das ihr gestimmt habt. Genau. Es wird einfach allgemein von den Kommentaren her ausgelost. Ja, und dann würde ich sagen, ihr könnt auch gern noch für zukünftige Versus-Tournaments drunter schreiben, was für einen Themenbereich genau, euch, was für Kategorien ihr gerne hättet. Ja, die ihr euch wünscht, ob jetzt Worker Placement oder Plättchenlegespiele oder ja, schieß mich tot. Engine Builder, was auch immer. Also wenn ihr da Ideen habt, was für ein Tournament wir als nächstes machen könnten und sollten, dann haut es doch mal unten in die Kommentare. Genau. Wir sind auf jeden Fall weiterhin in Planung mit Versus-Tournament, weil uns das Format eigentlich gefällt und Spaß macht. Und wir euch dazu auch brauchen als Community. Genau, genau. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Ja. Finale Gloomhaven versus Midara. Ja, heftig. Zwei riesen Kampagnenspiele eigentlich. Also beide haben ja etliche Stunden Spielzeit, wenn man das alles... Stunden. Kann man das nicht schon in Tage oder Wochen rechnen? Wochen, Monate, Jahre. Jahrzehnte. Jahrzehnte, Dekaden, genau. Ja.
Aber wir machen das jetzt mal wieder nach unseren 7 Punkte, war es, oder? 7 Punkte. 7 Punkte, Optik, genau. Mechanik, Material, Preis, Thematik, Wiederspielbarkeit und Spaß. Ja. Und diesmal achten wir darauf, dass wir Optik und Material nicht vermischen. Okay. Das ist mir im Halbfinale auch wieder passiert. Ja, es ist auch schwierig, ein bisschen auseinanderzuhalten. Na gut, klar, das Material ist optisch, aber jetzt fangen wir mal rein von der Optik her an. Ja, also für mich Optik Midara. Ja, das sehe ich. Also die Miniaturen sehen auf jeden Fall Welten besser aus. Und das Thema. Mir gefällt halt der Anime-Manga-Style auch besser als bei Gloomhaven. Der 500.000. Fantasy-Zauberer-Zwerg, der sich da in einem Dungeon fühlt. Ja, mal frischen Wind. Frischen Wind. Frischen Wind. Absolut, ja, frischen also Wind. Ich bin auch für die Optik. Also ja. Punkt für Midara. Genau. 1-0. Gut. Dann Mechanik. Ja, ist jetzt schwer. Eine Mechanik gibt es ja nicht. Ne? Ist der, ja. Da gibt es ja mehrere die Mechaniken, die da ineinander reinspielen. Ja, also Gloomhaven habe ich gespielt, mit da habe ich noch nicht gespielt. Ja. Deswegen ist es schwer, das zu bewerten. Absolut. Das Video oder die Videos, die ich zu Midara gesehen habe, sahen interessant aus. Wie das aber als Spielgefühl rüberkommt, ist schwer zu beurteilen. Ja, und es ist halt auch viel Text bei Midara. Also ja. Eine enorme Geschichte steckt ja dahinter. Ja. Und man hört auch, ja, dann spielst du eine halbe Stunde, dann liest du wieder anderthalb Stunden eine Geschichte. Ja. Ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich auch nicht. Ich habe das Spiel auch selbst nicht gespielt. Ja. Von dem her, ich würde da, glaube ich, Gloomhaven den Punkt geben. Denke ich auch, ja. Auch wenn es nicht ganz fair ist, weil wir das andere nicht gespielt haben. Ja. Aber dann kommt das Material. Ich weiß nicht. Also die Fülle ist bei beiden enorm. Ja, natürlich. Ja. Aber ob es jetzt die Fülle an Material auch bei Gloomhaven gebraucht hätte. Ich meine, da gibt es ja unzählige verschiedene Steine und Fallen, die vom Regeltechnischen her dann aber Ähnliches machen. Ja. Das hätte man auch vom Spielprinzip her vereinfachen können, um noch Material zu sparen. Oder anderes Material daraus zu machen. Ja, klar. Aber ich würde auch beim Material zum Midara tendieren. Ich würde einfach unentschieden. 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 Kein Material. Also du bist dann für Gloomhaven beim Material. Nee, für gar keinen. Für okay, sowohl also als wir auch. Werden uns nicht einig. Für sowohl als okay, auch. Wenn wir uns nicht einig werden, dann ist Material gestrichen. Gut. So, Preis. Also Gloomhaven bewegt sich ja um die 140. Ja, je nach Rabatte und so. Kauft. So um den Midara, Trainer. Ich habe keine Ahnung. Ja, es also 200 plus mindestens 200 plus. Für die für Teil 1 von 3. Ja, ja, okay, dann definitiv Gloomhaven Preis. Ja. Also gut, Spielzeit, ich glaube, ich weiß nicht, ob die sich aber ich glaube, vom Preis her ist man bei Gloomhaven sicher. Ja, du kriegst halt bei Gloomhaven für 100 Kampagnen, also für 100 Missionen. 140 Euro, 100 Missionen, was ungefähr. Ja, da. 200 Stunden plus Spielzeit ist die Preis-Leistung super. Ja. Kann man nicht sagen. Denke ich auch. Von dem her, Preis meiner Meinung nach Gloomhaven. Ja. Dann Thematik. Ja, da schenken sich beide nichts. Ja. Thematisch sind beide bis in die Haarspitze. Ja. Und von dem her. Streichen wir Thematik. So, Wiederspielbarkeit ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Die ist halt bei Gloomhaven schon recht hoch. Mit 100 Spiel, also du musst erstmal ein Spiel oder eins von diesen Spielen 100 Mal gespielt haben. Also, weißt du, wenn ja, man, aber was, jetzt, also was bedeutet denn für dich jetzt die Wiederspielbarkeit? Bei mir bewertet zum Beispiel, wenn ich Gloomhaven durch habe, spiele ich es nochmal. Ja, ich denke einfach, wie oft du ein Spiel spielst, ist für mich die Wiederspielbarkeit. Weil wenn du Bock auf ein Spiel hast, spielst du es ja auch oft. Ja, natürlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier irgendwie, keine Ahnung, Tavernen im tiefen Tal. Ja. Ja, 6 Partien dann, oder so. 6 Partien, also, aber da spiele ich das komplette Spiel durch. Ja. So, jedes Mal. Ja. So, bei Gloomhaven, ein Szenario, neues Szenario, wieder ein neues Szenario, also... Für mich persönlich, da kannst du gerne anderer Meinung sein, ist die Wiederspielbarkeit, wenn ich das Spiel beendet habe, starte ich das Spiel nochmal und das sage ich bei beiden Spielen, ich denke eher nicht. Okay. So. Dann aber wenn du anderer Meinung bist, wenn du sagst... Ja, aber dann müssen wir es ja so oder so streichen. Aber beim anderen ist das Gleiche. Ja, ja. Wenn Gloomhaven auf dem Tisch ist, dann spielst du es wieder, weil du willst in der Kampagne vorankommen. Ja. Midara, ja, spielst du auch wieder, weil du willst... Genau. Na, schlussendlich gestrichen wird sowieso. Das überlassen wir euch. Genau. Ihr seht schon, wir tun uns auch schwer hier.
Ja, jetzt Spaß. Spaß. Kann ich nichts dazu sagen. Also, durch das, dass ich Midara nicht gespielt habe, kann ich dazu nichts sagen. Ja, das ist leider. Ich hätte mir persönlich eigentlich eher einen Gloomhaven-Gegner gewünscht, den wir auch gespielt haben. Ja, wär für mich Aber auch besser gewesen. ihr habt das nicht zugelassen. Ich weiß aber auch nicht, ob Gloomhaven in der 95. Partie-Szene immer noch Spaß macht. Oder ob man dann irgendwann mal sagt, boah, bin ich froh, wenn das 100. Szenario durch ist. Dann freut man sich auf Frosthaven. Genau. Ja. Keine Ahnung. Also sagen wir mal, wenn ich es auf dem Tisch habe und spiele, dann macht Gloomhaven Spaß. Ja, also ich So. bin auch immer. Von dem her. Midara weiß ich nicht. Wird sicher auch Spaß machen. Hat ja auch seine Anhängerschaft, sonst wäre es nicht im Finale. Ja. Also denke ich, dass es auch Spaß machen wird. Von mir Statt. aus kannst du den Spaß auch streichen, weil wir Ja. dazu nicht fundiert genug antworten können. Ja, und dann würde es nach unserer Wertung, die überhaupt gar keine Aussagekraft hat, sondern nur Null. Empfehlungen für euch sind, 2:1 für Gloomhaven Stehen. stehen. Ja. Es sind Wobei wir von all den Dingen, also von den 7 Punkten, eigentlich nur die Optik wirklich bewerten können, weil das das Einzige und den ist. Preis. Ja, und den Preis, dann wäre Ja. aber 1-1. Ja. So, weil wir Midara nicht gespielt haben. Von dem her überlassen wir euch das. Absolut. Kommentiert, Es ist haut ja eure rein. Entscheidung. Ja. Ihr wählt, nicht wir, ihr wählt. Wir reden einfach nur Zum darüber, dass Glück. ihr vielleicht ein bisschen Input oder andere Hintergründe über die Spiele vielleicht kriegt, die ihr noch nicht Genau. wusstet. So, von dem her, haut in die Kommentare. Lasst euch die Chance auf ein tolles Spiel Yggdrasil Chronicles nicht entgehen. Und ja, dann sind wir ja soweit durch. Ja, dann kommt natürlich noch das Finale, Die finale die Auflösung. Siegerehrung von Versus Tournament. Ja, plus natürlich Plus Gewinnerbekanntgabe, Gewinnerkampf, der genau. wo Yggdrasil, derjenige meldet sich dann Hoffentlich, hoffentlich. sonst können wir in jedem weiteren Video das Spiel verlosen. Ja, und Und wir haben dann nur eins hier, kein Stapel, ja. starten wir dann mit dem neuen Ja, Versus Tournament. genau. Wir sind Lasst gespannt. gerne ein Abo da, Ja. aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sagen wir, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.